Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Ihr seht schon, ich sehe ziemlich komisch aus. Ich habe irgend so ein T-Shirt, was ich sonst nur beim Haarefärben anhatte, habe mir meine Haare streng zurückgebunden und bin ungeschminkt. Und zwar werde ich mir heute einen Facecast basteln für die Next Face Awards. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich in die Top 20 komme, will ich auf jeden Fall auch viel mit Latex machen und Masken. Also wenn da passende Themen kommen. Ich habe mir ein Tutorial von Alicia Marie angeguckt, wie wahrscheinlich jeder. Und ich muss sagen, ich habe schon so ein bisschen Schiss, weil die machen das immer alle zu zweit. Aber ich muss es alleine machen, weil ich nicht wirklich jemanden habe, der sich damit auskennt. Deswegen mache ich auch nur den Vorderkopf, weil den Hinterkopf würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen. Ja, ich habe hier schon alles bereitgelegt, was ich heute brauche. Ich habe mir vorsichtshalber mal ein Handtuch hingelegt, dann eine Glatzenkappe. Da habe ich jetzt einfach die alte genommen, die ich bei meinem Alien Make-up Tutorial benutzt habe. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen in der Infobox. Dann Vaseline, ganz, ganz wichtig, weil sonst bekomme ich den wahrscheinlich nicht mehr ab. Gipsbinden und Gips. Ich weiß, eigentlich sollte man Modelliergips dafür nehmen. Aber ganz ehrlich, Gipsbinden und Modelliergips. Wisst ihr, wie schwer sowas bei uns zu finden ist? Und deswegen habe ich jetzt irgendwie ganz normalen Gips genommen. Ich schätze mal, das dürfte auch funktionieren. Ja, und dann habe ich mir schon mal ganz, ganz viele, also eine komplette Gipsbinde habe ich mir hier schon mal zurechtgeschnitten. Da würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal meine Piercings raus, mache mir super viel Vaseline ins Gesicht, auch Augenbrauen und so, weil ich will die dann danach, wenn möglich, auch noch behalten. Und setze mir die Glatzenkappe auf und dann kann es schon weitergehen. Los geht's. Ich werde jetzt diese Streifen-Gipsbinde in so 20 bis 25 Grad warmes Wasser eintauchen und werde sie mir dann aufs Gesicht legen. Ich bin sicher, dass du so ein Kreuzritter bist. Deus vult, du Ungläubiger. Jetzt habe ich mir hier eine extra dünne geschnitten, die mache ich über mein Nasenbein. So sieht es jetzt von innen aus. Okay, ich mache jetzt noch die Augen zu. Die Nasenlöcher mache ich noch zu. Und da, wo so ein bisschen gebrochen ist, klebe ich auch noch zu. Ich habe das jetzt trocknen lassen, habe es hier an den Seiten noch zugeschnitten und habe hier halt, damit dieser Gips besser drin hält, noch so wie eine Wand quasi gemacht. Dass der dann so relativ ordentlich aussieht. Ja, und innen drin alles, was jetzt, wo noch Löcher waren, wo der Gips durchfließen könnte, da habe ich jetzt auch alles ausgebessert noch. Der Topf dürfte eigentlich reichen. Ich habe jetzt hier so Füllwatte. Ich hoffe einfach mal, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Weil ich habe bei Sarah Sorceress das Video auch gesehen, die auch an den Next Face Awards teilnimmt. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, weil sie ist ja schon so seit Jahren voll das Vorbild gewesen für mich. Ich habe sie auch immer voll gerne geguckt. Und als sie sich den Facecast gemacht hat und in den Topf getan hat, wurde die Stirn so platt gedrückt und das wäre Horror, wenn das bei mir passieren würde, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das nochmal zu machen. Oh, das sind jetzt 1,5 oder beziehungsweise 1,1 Liter Wasser. Die werde ich dann gleich mit dem Gips mischen. Aber zuerst pinsel ich diesen Facecast richtig, richtig gut mit Vaseline innen ein, weil ich die Gipsbinden wahrscheinlich sonst nicht mehr abbekommen werde. Jetzt fertig.
richtig. Dann hoffe ich mal, dass das trocknet und auch in der Form bleibt und nicht irgendwie total verformt wird. Und ja, dann habe ich schon meinen Facecast. Hallo Leute, willkommen wieder zurück. Jetzt mit einer anderen Haarfarbe. Beim letzten Video habe ich euch gezeigt, wie wir das gemacht haben. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich verlinke euch das alles mal in der Infokarte. Mein Facecast ist mir eingefallen. Ja, da steht ja immer noch herum. Der trocknet jetzt ungefähr schon seit einer Woche. Genau, und dann probiere ich die Gipsbinden jetzt einfach mal abzumachen. Dann werden wir mal schauen, wie er geworden ist. Ich hoffe, er ist gut geworden. Und danach werde ich ihn einpinseln mit dem Zeug hier, irgendwie so Lack und Leim, dass man danach halt auch ordentlich auf dem Facecast arbeiten kann mit Latex und allem. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich nehmen sollte, deswegen habe ich einfach genau das gleiche bestellt, was Alicia Marie für ihren Facecast zum Trüberpinsel genommen hat. Wunderschön. Okay, wahrscheinlich habe ich ein bisschen zu sehr gedrückt. Also den Gips in die Form rein, weil ich sag mal, so einen breiten Kopf habe ich nicht. Hier ist meine, na, wie heißt es, mein Kieferknochen ganz gut geworden. Hier hat sich es ein bisschen durch die Schwerkraft platt drücken lassen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was besorgt und zwar so ein Schleifschwamm und ein bisschen Sandpapier. Ich probiere hier mal ein paar Unebenheiten so rauszukriegen und beziehungsweise den Rest von den Giftbinden abzukriegen. So, das muss jetzt nur noch durchtrocknen und dann ist mein gruseliger Gipszwilling eigentlich schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt oder mal ausprobieren wollt. Genau, ich bin gespannt und ich bin gespannt auf die Next Face Awards, ob ich weiterkomme und ob ich diesen kleinen Kerl, diese kleine Kerliline hier schon bei den Next Face Awards verwenden kann. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns nächsten Sonntag. Bye!